So, wir sind bei einer Location, die ich von einem Abonnenten zugeschickt bekommen habe. Und er sagt, ich soll nicht alleine gehen, weil man hat hier auch null Handyempfang. Tja, jetzt bin ich irgendwie doch alleine hier. Abends mit der Vespa nochmal 120 Kilometer gefahren. Ja, moin. Wir wollen jetzt mal gucken, was es denn hier gibt und ob sich das Ganze gelohnt hat. Ja, sieht auf jeden Fall aus wie ein Wohnhaus. Hier jede Menge Müll. Man kennt den Hasen. Ja, richtig viel Müll hier an die Bäume. Die Bäume übrigens Kerzen gerade gepflanzt, ne? Ja, wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Er sagte, man kommt hier nicht so gut durch. Hier wäre jede Menge Brennnesselzeugs und so. Und deswegen habe ich mir eine lange Hose angezogen. Wie wir sehen, gibt es aber schon einen kleinen Trampelpfad. Ja. Da ist auf jeden Fall schon ein Fenster offen. Das erleichtert das Ganze. Die Taschenlampe habe ich natürlich mit. Ich würde sagen, wir leuchten einmal durchs Fenster, bevor wir reingehen. Ah, sieht schon recht wild aus. Ah, hier ist auf jeden Fall auch die Tür offen. Ja. Eieiei. Hier ist der Schuppen, Autoteile, Elektronik, viele Reifen auch da hinten. Aber kein Auto. Ein Auto gibt es hier leider nicht. Hier sind auch viele Reifen. Wo ist das Auto? Boah, hier sind richtig viele Reifen. Da hat wohl einer Reifen gesammelt, wa? Reifen und kein Auto. Schade, so ein Traktor oder so wäre natürlich toll gewesen. Ja, jetzt wollen wir mal hier reingucken. Hier direkt schon am Anfang so ein alter Schrank mit einem Motorradhelm. Medikamente. Tja, und hier sieht es aus. So. Ja, gut, dass ich die Kopflampe mit hatte. Tja. So richtige Oldschool-Sachen. Also das hier wird schon sehr, sehr lange leer stehen. Oh, 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 Tür. Ach du lieber Himmel. Was ist denn hier? Sind das alles Pfandflaschen? Das sind alles Pfandflaschen, oder? Nee, das sind keine Pfandflaschen. Doch, aber das sind alles. Die sind einfach. Was ist denn hier los? Das ist aber kurios, weil das sind auch so relativ neue Typen. Guckt euch das mal an. Zu viele Tüten. Na gut, wir gucken mal weiter. Hier sind ausgeschlachtete. Ja, PC-Teile oder so. Hier eine Glastüre. Und überall sind Fenster und Türen immer auf. Ja, hier sind auch richtig Regalsysteme und jede Menge auseinandergeschlachtete Sachen. Boxen, Radios, jede Menge Radios. Tja, und alles so natürlich altes Zeug. Also wird es wohl auch damals vom Besitzer gewesen sein. Ob der so ein Elektronik-Freak war? Irgendwas mit Elektronik vielleicht gemacht hat? Könnte gut sein. Könnte gut sein. Aber das, Leute, das muss mir mal einer erklären. Wieso so viele? Ich meine, das ist ja 25 Cent pro Flasche. Hier liegen ja locker 50 Euro in Pfandflaschen. Keine Ahnung, was hier los ist. Ne? Naja, wir gucken mal weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Kalender.
von 1996. Kostenvoranschlag, Höhe. Kann ich nicht lesen, die Schrift. Naja, wir gucken mal weiter, wir gucken mal weiter. Hier, das war wohl die Küche. Und hier auch relativ frischer Müll. Hier auch die Aldi-Mülltüte. Ja, spricht eigentlich dafür, dass sich vielleicht jemand hier eingenistet hat. Ja, hier Medikamente, jede Menge Medikamente. Erkältung, Magen, Salben, hat sich jemand so ein Merkzettelchen gemacht. Ja. Also sehr kuriose Location, weil, wie gesagt, sowas hier, die liegt nicht lange hier. Die liegt wirklich erst seit kurzem hier. Vorne das Tor, ich sag mal, die ganzen Dinger, die da dran waren, die waren auch relativ neu. Nur hier kann ja beim besten Willen keiner hausen. Hier kann man ja nicht schlafen oder so. Das ist ja. Guckt euch mal hier um. Ja, hier ist auch alles weiß auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob das der Putz ist von der Decke. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier sind so Sicherungen. Clubkarte. Tja. Schon creepy. Und hier auch alles wieder. Fernsehgeräte alle. Und das wird alles von demjenigen sein, der hier gewohnt hat. Weil das sind alles so alte Fernseher. Sowas findet man ja gar nicht mehr, diese Röhrenfernseher. Also die müssen schon seit Ewigkeiten hier liegen. Und hier bündelweise Socken. Sehr, sehr kurios. Ach. Das war schon das Haus so für sich. Boah, das ist so zu eklig, dass man gar nicht mehr durchgucken kann, das Fenster. Tja, diese Pfandflaschen. Ich würde sagen, damit hat das Haus auch seinen Namen wahrscheinlich schon weg. Das Haus des Pfandsammlers oder so. Ja, komisch, komisch. Gucken jetzt nochmal hinten rum, ob wir irgendwas finden. Aber das ist schon sehr kurios. Wenn sich da jetzt einer einquartiert hätte, okay. Würde ich verstehen. Nee, da ist auch nichts mehr hinten rum. Ist also eine sehr kleine Location. Übrigens, so einen Schuppen feiere ich des Todes. Hier so ein Blechding und das sieht so ein bisschen militärisch aus. Und also die finde ich total irre. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so. Ja, ich finde die aber richtig cool. So. Im Keller gab es wohl nicht. Sehr klein, aber fein. Das Haus des Pfandsammlers. Gruß geht raus für denjenigen, der mir die Adresse geschickt hat. Ich freue mich immer natürlich, wenn Abonnenten mir Adressen schicken. Und auch wenn es was Kleines, Feines ist. Ich habe es nicht auf der Karte vermerkt gesehen und ja, einen kleinen Ausflug ist sowas immer wert. Denn wenn die Abenteuerlust ruft, dann muss man los.